So, es geht los mit dem heutigen Stream an diesem Freitag, den 13. Ich bin so etwas durch noch, aber Nacht war nicht gerade lang. Arbeitszeit mit der Streamzeit nicht so ganz richtig kombiniert. Ich glaube, der Controller funktioniert wieder nicht. Hier, also die Joy-Cons. Das hatten wir ja schon beim vorletzten. Ich weiß auch nicht warum. Aber ist egal. Wir waren hier stehen geblieben. Genau. Und hier geht es entsprechend auch weiter. Ich werde hier kurz mal in die Richtung erstmal gehen, um zu gucken, was wir hier noch haben. TM96 Schmalhorn. Der Anwender durchbohrt das Ziel mit seinem spitzen Horn. Diese Attacke trifft immer. Okay. Ich weiß, dass wir beim letzten Mal ganz viel geschafft haben. Dass ich jetzt versuche, so ein paar Pokémon auszuweichen, was ich aber nicht schaffe. Okay, das funzt tatsächlich nicht, so wie es soll, aber ist egal. Kampf. Glücker. Nochmal Flücker. Und bitte nicht selbst verletzen. Ah. Level 44 für Elektro. Gehen Sie bitte weiter. Okay. Interessant, dass die Pokémon fließen, wenn man oben auf einer Leiter ist. Oh. Egal, rein in Gladiantri. Gladiantri. Sehr effektiv, ja. Dann können wir mal Legios ausprobieren. Wow. Das war noch nicht sehr effektiv, weil das ist sehr effektiv. Kramor erreicht Level 42. Und versucht Angeberei zu erlernen. Kurz einmal in die Attacke gucken. Verwirrung gut, aber Angriff. Sicher, dass. Ja, ich bin mir sicher, dass es nicht erlernt werden soll. Aber noch den Angriffswert stark ansteigen lassen. Why? Oh, Trainerin. Das Leben ist zwar wie eine Reise, aber das Ende des Lebens ist deshalb nicht unbedingt das Ziel. Ja. Backpackerin Lili. Einem Voldra. Noch nie gesehen. Also in dem Spiel.
scheint aber ein Drachen-Pokémon zu sein. Tschüss. Skalug. Jo. Mit schläfrig. Weiter da. Erstmal schön die Verteidigung stärken. Oh. Und abhauen. Das war's mit Skalü. Eine Niederlage ist nicht das Ende. Nicht solange man wieder aufsteht und weiterkämpft. Ist was dran? Oh, ist ein Item. Ein Riesen-Nugget. Ein großes Nugget aus purem Gold, das einen schimmernden Glanz besitzt. Es ist von großem Wert. Aber hier geht's nicht weiter. Autsch. Golbert. Haben wir schon gefangen. Das heißt, wir besiegen es einfach. Jo. Libelo erreicht Level 43. Ei. Yeah, yeah, yeah. Hey, du da. Unsere Rap-Session ist jetzt live. Was ein Hit. Put your hands in the air. Na los, mach mit. Nee. Musiker Julian. Bam. Papa. Togedemaru. Oh ja. Autsch. Stimmt, das war ein Elektro-Pokémon. Ich sollte also das Pokémon wechseln, würde ich sagen, aber ja. Komm, wir nehmen lieber Leo. Togedi. So. Und ich sind aus dem Rhythmus gefallen. Macht nichts. Nächstes Mal lassen wir es knallen. Togedi. Alles klar. What the fuck? Dahinter. So. Ein Nugget. Und ein Kingstein.
Gibst du es einem Pokémon zum Tragen, lässt es mit seinem Angriff das Ziel lediglich zurückschrecken. Ja. Ich glaube, wir sind oben. Hier ist noch ein Pokémon. Genau. Ein Castellied. Aber auch schon eine weiterentwickelte Form. Wir zerschneiden es mal. Festzuhängen an dem Pokémon. Autsch. Okay. Wir wechseln lieber. Egal, wir wollten nicht nochmal wechseln. Na, so ist schon besser. TM43, Durchbruch. Ein beherzter Handkantenschlag durchbricht Barrieren wie, wie Lichtschild und Reflektor. Hallo. Ich mag süß aussehen, aber meine Pokémon haben so einiges drauf. Passt bloß auf. Wer als Geschäftsmann Erfolg haben will, muss das einmal eins der Kommunikation beherrschen. Das gilt natürlich auch für den Umgang mit Pokémon. Ach echt? Die Geschäftspartner Christina und Mort fordern dich heraus. Bestätige. Okay. Das ist ein weibliches Hippoterus. Sieht man an der Farbe. Kam Grasmixer auf Hippoterus. Kam Aquaknarre auf Stahlorb. Ja, okay. Dann halt nicht. Autsch. Blöder Sandsturm. Probieren das nochmal. Wow. Mautzinger. Die Weiterentwicklung von Galamauzi. Kann ja gar kein Pokémon mehr was machen. Wir nehmen Legios. Ja. Ah, so. Ach.
Immer auf Kamallen. Wow. Dann nehmen wir noch Libalo. Dieses blöde Schaufler. So, die beiden Pokémon der Frau sind schon mal weg. Tomi erreicht Level 42. Der seinen Schubs. Wow. Beide Pokémon einfach schneller sind als Staloko. Legios erreicht Level 42. Ja gut, da ist nichts mehr. Mario. Yo. Tschüss. Libalo erreicht Level 44. Geht schnell. Und die sind besiegt. Hallo? Du wirst glauben, die Pokémon, die Trainer sind stark und süß. Die gibt's von mir im Schlussverkauf. Allerdings bringt mich das in Zahlen. Verrate dir ein Pokécamp-Geheimnis. Es lautet, drücke auf den Stick. So kannst du nämlich in die Hocke gehen. Und bist gleich viel näher an den kleinen Pokémon dran. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mein Pokécamp besuchen. Ein Stick drücken geht ja leider auf den Controller hier nicht. Der andere will ja gerade hier irgendwie nicht. Vielleicht bin ich. Die Evoli-Entwicklung hier. So, und dann. Naja. Ball will auch keiner nehmen, oder wie? Ah. Cyana will den nehmen.
rein bei Arcana. Okay. Jo. Ich habe ja eh keine Bären, um viel mehr zu machen, ja. Dann geht's hier weiter. Muss die nächste Stadt sein. Nee, wir sind noch bei der Route. Route 8. Okay. Zwei Sternstücke. Ein Ziegel. Der Kälte. Die Kaltklaue. Autsch. So, Kotomi besiegt. Dann das nächste. Ich schon drei besiegte Pokémon. Autsch. Vielleicht aus Versehen besiegt, aber okay. Auch das passiert. It's dead. Nom nom. Neues Pokémon. Sollte diese Finalformation mal noch klatschen. Wow. Wow. Ey. Ja, dann zu Recht besiegt. Nichts machen willst. Ja, gut. Irgendwie besiege ich selber die Pokémon gerade. Statt dass ich die fange. Mal kurz noch mal ganz zurück. Genau, damit ich entsprechend das Pokémon noch mal heilen kann. Aber hier kann ich auch die Pokémon nicht heilen, aber hier kann ich gut zurückfliegen. Das ist gut. Das heißt, flieg hier zurück, flieg dann da zurück und geh dann weiter. Überspringe ich so ein paar Dinge.
Ist ja schon mal gut zu wissen. Schwarzpfad. So, jetzt können wir hier nochmal ein paar Pokémon fangen. Komm, Karadonis. Let's go. Wow. Wer wird denn nochmal getroffen? Hagelkorn? Mit noch mehr Chancen, den jetzt zu fangen. Karadonis wurde gefangen. Elektro erreichte. Karadonis. Das Karate-Pokémon. Es strebt unentwegt nach Stärke. Wer in den Bergen ein Karadonis beim Training erblickt, sollte sich ganz leise aus dem Staub machen. Sehr effektiv. Das kann man also so ein bisschen einsetzen, wenigstens. Aber nicht besiegen, bitte. Okay. Weil sehr effektiv heißt ja nicht immer gleich. Ich mach's fertig. Aber okay. Nochmal ein Zinnopf, ne? Oh ne. Ich hab den Trainer herausgefordert. Hallo Arena Challenger, wenn du willst, stelle ich mich dich hier als Trainingspartner zur Verfügung. Boah. Einmal den Polizisten besiegen. Polizisten Matthias oder dich heraus. Ein Akani in dieser Kälte. Okay. Halt nochmal Flücker. Autsch. Gut, Farmo, das war's mal wieder mit dir. Mal